Willkommen bei Videowissen. Mein Name ist Angela Dietz. Ich bin Physikerin und arbeite bei der Jupiter-Mission der ESA namens JUICE. Als Kind und Jugendliche habe ich mich schon immer für Wissenschaft interessiert. Physik im Besonderen. Ich hatte eine sehr gute Lehrerin im Physikunterricht an der Schule. Und dann war es für mich relativ klar, dass ich einfach Physik studieren möchte. Was ich dann auch gemacht habe, war 6 Jahre habe ich in Jena studiert, war auch ein Jahr lang in England zwischendrin. Und genau, es war ein sehr breites Studium, was ich sehr gut fand, weil man wirklich alle möglichen Richtungen der Physik kennengelernt hat, aber auch Mathematik, Informatik. Und das hält einen so ein bisschen offen, was man dann später machen möchte. Mich hat so Raumfahrt auch schon immer interessiert, aber eigentlich habe ich gedacht, da gibt es so wenige Jobs, da werde ich nicht unbedingt etwas finden da drin. Deswegen habe ich dann mein Diplom gemacht mit Solarzellen und man hat mich dann einfach nur per Zufall oder weil ich es gesehen habe bei der ESA beworben. Da gab es Stellen im ESOC, also wo die Raumfahrtmissionen gesteuert werden in Darmstadt. Habe ich mich da als Trainee beworben und wurde dann auch einfach ja, relativ unerwartet dann zum Interview eingeladen und habe dann eine Trainee-Stelle angenommen, zuerst bei der Mission Rosetta, also eine Mission der ESA, die auf einen Kometen gelandet ist, war da 2 Jahre. Und dann ja, bin ich dann so da reingerutscht, habe lange Zeit an einer Merkur-Mission gearbeitet und seit 4 Jahren ungefähr arbeite ich an der Jupiter-Mission der ESA. Also besonders schwere Momente gab es eigentlich nicht. Es lief erstaunlich glatt. Also einfach auch, weil es sehr viel Glück dabei war. Weil hier auch im ESOC sind eher Raumfahrtingenieure angestellt. Aber ich bin so ein bisschen, ja, als Physikerin so ein bisschen anders, also ein bisschen Quereinsteiger. Auf der anderen Seite sind hier viele Disziplinen auch vorhanden. Also es gibt nicht nur Ingenieure, sondern auch Mathematiker, Informatiker. Und ich finde, die Mischung ist sehr gut, weil jeder was anderes so reinbringt. Mein aktuelles Projekt ist die Jupiter-Mission der ESA, JUICE, die 2023 gestartet ist, 8 Jahre zum Jupiter braucht und dann dort nochmal 4 Jahre im Orbit um Jupiter und die Eismonde ist. Ja, also meine Zukunft ist ja alles sehr offen. Also klar, die Mission, die dauert sehr lange. Da könnte ich bleiben. Ich könnte aber auch andere Missionen mithelfen vorzubereiten. Also da gibt es immer wieder neue Missionen. Und es ist manchmal auch sehr spannend, mal dann zu wechseln. Oft ist auch so bei so langen Missionen, dass manche Leute beim Start dabei sind, dann wieder ein paar Jahre bei einer anderen Mission und dann später wieder zurückkommen, weil man auch ist immer von Vorteil ist, wenn Leute wieder zurückkommen, die das Wissen von ganz vom Anfang haben. Einfach probieren. Genau, ich habe es auch einfach probiert. Ich habe jetzt nicht geglaubt, dass es wirklich klappt, aber es hat dann doch geklappt. Und genau, einfach immer interessiert bleiben, immer auch kritisch bleiben und einfach es einfach mal versuchen.